Rat mal, wer heute in den Klatschblättern steht. Jeder scheint über deinen neuen Rivalen zu sprechen. Sieh dir seine Statistik an. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2016. Wir sehen heute, unser neuer Rivale ist Lewis Hamilton. Wir sind in China, ja, und ich würde sagen, wir hören als allererstes mal in die Ziele rein und dann sehen wir weiter. Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Ja, wir sollen P5 holen, wir sollen Lewis Hamilton und seinen neuen Rivalen schlagen und logischerweise Pascal Wehrlein. Ich habe mir für diese Folge mal erlaubt, die Schwierigkeit von schwer auf Experte hochzustellen. Und ich hoffe darauf, dass es einigermaßen funktioniert, nachdem es bei meinem ersten Anlauf in Australien nicht funktioniert hat. Aber da haben mir jetzt schon mehrere Leute gesagt, das liegt wohl an der KI, dass sie in Australien einfach extrem stark ist. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal, was im Endeffekt für uns Zählbares bei rumkommt. Ja, wir legen einfach mal los. Wir kommen hier schön über Start und Ziel. Hier vorne bei der Kurve bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher gewesen, wie ich die zu fahren habe. Ja, ihr seht, ich bin hier ein bisschen arg langsam unterwegs, aber es funktioniert noch einigermaßen. Es sieht noch einigermaßen rund aus. Und ja, dementsprechend schauen wir einfach mal, was uns unsere erste Zwischenzeit sagt, die jetzt gleich kommen wird. Ja, wir sind ein Zehntel hinter Lewis Hamilton. Können wir aktuell sehr gut mitleben. Ja, im freien Training war es dann auch so gewesen, ich habe da ein bisschen rumprobiert. Ich bin bisher nie wirklich unter eine 1,40 gekommen. Doch, ich glaube, einmal hatte ich eine 1,39,5, aber das war das höchste der Gefühle. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, was die KI hier so gefahren ist. Ich habe es jetzt leider schon rausgeschnitten, was jetzt hier derzeit Target war. Aber gut, wir kommen jetzt hier zur zweiten Zwischenzeit und wir sind ein Zehntel schneller wie Lewis Hamilton, sagen wir 1,5 Zehntel. Das sieht gar nicht mal so unübel aus und dementsprechend schauen wir jetzt einfach mal, was hier so am Ende der langen Geraden beziehungsweise dann auch auf Start und Ziel nachher auf uns wartet. Bisher eigentlich eine schöne saubere Runde. 1,37,9 sollen wir schaffen. Das ist natürlich eine gewaltige Hausnummer vom Hamilton hier. Wenn wir jetzt noch bedenken, dass der Hamilton ein minimal schnelleres Auto hat wie wir, dann ist das echt schwer, das Ding so hinzubekommen. Aber wir kommen hier mit einer einigermaßen guten Rundenzeit auf Start und Ziel und tatsächlich, wir haben zwischenzeitlich die Pole Position. Aber jetzt gucken wir einfach, was das Ganze am Ende wert war. Ja, ihr seht, nur noch die beiden Red Bull vor uns, die beiden Mercedes hinter uns und wir, da wir ja das drittstärkste Auto haben, weil wir ja etwas vorm Ferrari sind, wenn ich das richtig weiß, wir können damit zufrieden sein. Wir sind 1,4 Zehntel hinter der Pace. Das ist nicht schlecht, zumindest nicht für den Anfang und nicht dafür, dass wir die KI hochgestellt haben. Also ich würde sagen, die bleibt auch fürs Rennen einfach mal so und dann werden wir mal abwarten, was da nachher wirklich im Rennen so für uns dabei rausspringt. Gucken wir gerade noch mal ganz schnell auf unsere Ressourcenpunkte. Ich habe mir übrigens überlegt, hier nach dem Rennen werden wir noch nichts machen. Wir können zwar, wenn ich das richtig weiß, den Luftwiderstand anpassen, will ich aber jetzt noch nicht, weil ich würde gerne auf diesen nächsten Schritt, ich glaube, das war Wasserchassisgewicht. Auf jeden Fall, wir müssen nur 1000 Punkte dafür investieren und die will ich gerne zusammensparen, weil dann wird die Lücke zu Red Bull und Mercedes ein bisschen kleiner. Aber hören wir einfach mal auf die Ziele fürs Rennen. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Ja, P5 sollen wir am Ende erreichen. Ich denke, das ist machbar. Also wenn die Performance von unserem Auto so gut ist, wie jetzt hier bisher. Ah, wir gucken jetzt gerade erst nochmal schnell rein. Und zwar schalten wir nochmal um. Da, genau. Also wir haben wirklich das drittstärkste Auto aktuell im Feld. Wir sind ein bisschen besser wie der Ferrari. Oh, dann habe ich mich vertan. Oder? Nee, doch, ich hatte gesagt Mercedes. Und ich hätte gerne hier diesen Abtrieb, diesen Heckflügel. Den will ich haben. Nur da fehlen uns halt leider noch ein paar Punkte für. Und dementsprechend. Schwerstarbeit, Raffinesse, Ehrgeiz. All dies steht für die 15 Millionen Menschen in Shanghai im fernen Osten. Und auch hier bei uns auf der Rennstrecke gilt das natürlich. Auf dem Fahrerfeld erwarten uns ca. 20.000 Pferdestärken, die nun beim großen Preis von China gestartet werden. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven.
Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Es gibt zwei DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Auch heute werde ich wieder von niemand anderem als Stefan Römer begleitet. Zwischen den Grand Prix passiert natürlich einiges, was die Entwicklungsarbeit der Autos angeht. Du weißt sehr viel darüber, wie Testfahrer und Rennfahrer zu Werke gehen. Wo liegen denn da die Unterschiede? Interessante Frage. Es handelt sich hierbei um zwei grundlegend verschiedene Einstellungen. Damals legte man noch 15.000 Kilometer beim Testen in einer Saison zurück. Es ging mehr darum, für das Team zu arbeiten, das Auto- und Fahrverhalten so systematisch wie möglich zu verbessern. So konnten die Daten am konsistentesten analysiert werden. Wenn man jedoch kurz vor dem Rennen steht, denkt man als Fahrer nur daran, wie man das Beste aus dem Tag herausholen kann. Das Auto ist dann das Mittel, um dieses Ziel zu erfüllen. Dein Ziel für heute ist es, unter den ersten 5 zu landen. Ja, und wir sind ja gerade eben so ein bisschen von den Kommentatoren unterbrochen worden. Also ich würde gerne die Lücke zu Mercedes und auch Red Bull schließen. Dementsprechend wäre der Heckflügel die nächste Konsequenz. Ja. Wir fahren heute eine 3-Stopp-Strategie, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich nicht nachher vielleicht im Rennen einfach hingehe und den Medium, der jetzt hier zum Schluss angezeigt wurde, einfach ein bisschen vorziehe, allein dafür, dass wir ja hinten raus nochmal einen weicheren Satz Reifen haben, mit dem wir eventuell nochmal ein bisschen was aufholen können. Ich denke, ich werde das Ganze so ein bisschen abhängig davon machen, wie gut die Performance von unserem Auto ist und wie gut die Rennperformance von Mercedes hinter uns ist. Ob wir eine große Chance gegen Red Bull vorne haben, das weiß ich jetzt noch nicht. Es ist auf jeden Fall recht knapp, aber ich denke, es ist keine unlösbare Aufgabe. Wenn wir uns ein bisschen konzentrieren, könnten wir sicherlich dranbleiben, aber das werden wir dann halt gleich zu Genüge sehen. Wir kommen jetzt hier erst nochmal gerade so ein bisschen durch die Einführungsrunde. Wir sind jetzt nochmal schön auf der langen Geraden. Wir sehen vorne ist, glaube ich, Max Verstappen, der auf der Pole stand, oder war es Danny Ricciardo? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich würde behaupten, von der Nummer her hätte ich gesagt, es war Max Verstappen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt einfach gleich ins Cockpit und gucken, wie der Start laufen wird. Jo, wir sind im Cockpit. Ampel wird rot. Kupplung ist gezogen, 11.000 Touren und los geht's. Ah, Ricciardo stand auf der Pole, hier haben wir es nochmal. Verstappen kommt nicht ganz so gut weg. Ich bin recht gut gestartet, hätte ich nicht erwartet, aber hier so zwischen den beiden ist nicht so ganz so meins. Ich heb die Hand, gelbe Flagge, was ist passiert? Erstmal zweimal illegal überholt, naja gut, können wir mit leben erstmal. Ich würde sagen, wir gucken da jetzt einfach gerade nochmal von außen drauf. Allein, um festzustellen, was da los war. Also hier sehen wir es nochmal, der Start war, wie gesagt, ganz gut. Hinten ziehen auch schon ein paar raus, unter anderem ein McLaren war es. So, wir sind zwischen den beiden. Da kommt, ist es Lewis Hamilton oder ist es Nico Rosberg? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, er hat sich hinten bei uns im Hinterrad eingehakt. Ja, und damit haben wir erstmal eine riesen Lücke hinter uns. Als nächstes ist jetzt noch Sebastian Vettel hinter uns am Fahren. Dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken. Wir sind in Runde 2. In Runde 1 gab es keine nennenswerten Veränderungen, außer dass wir halt gemütlich hinter Max Verstappen und auch Danny Ricciardo herfahren und schon eine etwas größere Lücke nach hinten haben. Wir fahren erstmal den schnellsten Mittelsektor. Jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir an den beiden dranbleiben, weil, ja, Red Bull ist ja das Maß der Dinge. Wir kriegen eine alternative Strategie. Ich denke, ich schiebe die nochmal nach hinten. Also wir fahren noch eine Runde mehr. Weil, ja, zu früh auf die Soft-Reifen gehen bringt vielleicht auch nichts. Müssen wir mal gucken. So, Verstappen greift Ricciardo an. Wir einfach mal im Logenplatz gemütlich hinterher. Wir wissen, Max Verstappen ist aktuell Tabellenführer. Wir sind Tabellenzweiter. Also wir müssen alles tun, um auf jeden Fall an Verstappen dran zu bleiben. Am besten müssen wir natürlich irgendwo einkassieren. Ist aber fraglich, ob wir das hier auf dieser Strecke schaffen können. Wir fahren erstmal zwischenzeitlich eine neue schnellste Runde. DRS wird freigegeben von der Rennleitung. Ja, wir hängen immer noch dicht hinten dran. Ricciardo wird sehr langsam. Ich tauche einfach mal nach innen und versuche es mal. Und er hat mir zum Glück ein bisschen Lücke dagelassen. Sah von innen gar nicht so verkehrt aus. Wir gucken nochmal von außen drauf.
entweder ruckelt das Bild gerade bei mir oder ich habe es da ein bisschen verspult. Entschuldigung dafür. Ja, also wir haben uns da einfach mal frech zwischen reingepresst. Es ging ganz gut aus. Ich würde sagen, P2 können wir super mit leben. Jetzt haben wir DRS natürlich hinter Max Verstappen. Das heißt, wir können jetzt hier logischerweise die Führung übernehmen. Machen wir auch an dieser Stelle erstmal. Wir haben einen ordentlichen Überschuss gehabt. Ich denke, so 3,50 müssten es gewesen sein. Ich habe jetzt nicht so genau unten hingeguckt. Aber wir müssen jetzt auch in die Box. Und jetzt wird es interessant, wie lange die Red Bulls weiterfahren werden. So, wir fahren rein. Und uns folgt ein Red Bull. Das müsste der Max Verstappen gewesen sein. Aber es kommen noch ein paar mehr. Wir sehen da hinten, das müsste Sebastian Vettel sein, der ja auf P4 gelegen hat. Aber von daher, alles in allem, vielleicht gar keine so schlechte Idee, den Stopp noch eine Runde nach hinten gezogen zu haben. Wir kommen auch wieder vor dem Red Bull raus. Gucken wir jetzt einfach gerade nochmal von außen drauf, wer es denn jetzt ist. So, wir schauen nochmal rum. Vor uns fährt Daniel Quert und hinter uns fährt Daniel Ricciardo. Okay, haben wir uns vertan, war nicht Max Verstappen, war Ricciardo, der auf P3 gelegen hatte zu dem Zeitpunkt. Jetzt müssen wir einfach nur schauen, dass wir hier irgendwie möglichst viele Autos dazwischen bringen. Wir versuchen erstmal quer zwischen uns und Ricciardo zu bringen, damit der schon mal so ein bisschen, ja, abgehalten wird. Ist an der Stelle vielleicht gar nicht schlecht. Es sieht sehr bewölkt aus und das könnte jetzt natürlich nochmal so ein bisschen Probleme geben, obwohl der Wetterbericht eigentlich gesagt hat, es soll komplett trocken sein. Wir behalten es einfach mal so ein bisschen im Auge. So, größerer Sprung. Wir sind gerade am Max Verstappen vorbei, der gerade frisch aus der Box gekommen ist. Felipe Massa wurde disqualifiziert. Warum, wieso, weshalb? Werden wir am Ende sehen, aber ich kann euch sagen, er hat irgendwo blockiert. Ich weiß aber nicht, was das genau dann da, wo er genau blockiert hat, aber auf jeden Fall hat er 5 bis 6 Mal blockiert. Könnte auch sein, dass er Nico Hülkenberg, der jetzt gerade ausgeschieden ist, auch blockiert hat an der Stelle. Und dass das dementsprechend da so ausgegangen ist. Aber na gut, wir gucken einfach am Ende nochmal drauf. So, mittlerweile Runde 6. Vor uns fährt Esteban Gutierrez, den wir hier mit einer massiven Divebomb einfach mal wegholen. Einfach ganz fies reingepresst, aber ohne Berührung immerhin. Hat ganz gut funktioniert. An der Stelle haben die auch immer ein bisschen zu früh gebremst, hatte ich so den Anschein. Also ich habe immer so probiert, bei 75 Metern, wenn dieser Curb anfängt zu bremsen und die KI hat ungefähr so 5 bis 10 Meter vorher angefangen. So, wir fahren die neue schnellste Rentenrunde. Vor uns jetzt Carlos Sainz Jr. Wir versuchen es einmal nach neben, kommen sehr weit nach außen. Ja, und jetzt wird er sehr langsam, also ziehen wir wieder rein und machen denselben Move quasi wie vorhin gegen Daniel Ricciardo. Ja, und damit sind wir in Runde 7 wieder auf P2 und vor uns fährt nur noch Valtteri Bottas. Also strategisch gesehen würde ich sagen, läuft es ganz gut für uns. Wir haben beide Red Bull hinter uns. Das könnte also ein sehr gutes Ergebnis werden, denke ich mal. Hier sehen wir das Überholmanöver noch einmal sehr weit rausgekommen. Es war eigentlich ein ziemlich heftiger Verbremser, aber na gut, wenn er da so langsam wird, dann nutzen wir natürlich die Chance, gehen rein. Und jetzt haben wir wieder ein Autopuffer zwischen uns. Nur leider hat Max Verstappen den auch recht schnell überholt. Nämlich am Ende der Geraden ist er einfach mal ganz gekonnt an ihm vorbei. Valtteri Bottas geht in die Box. Ja, und wir erben damit P1 zurück. Und auch Max Verstappen wird dann jetzt dementsprechend P2 wieder beerben. Wir gucken gerade mal drauf. Und Danny Ricciardo fährt tatsächlich jetzt schon auf Medium. Was für mich natürlich dann im Klartext heißen wird, ja, der wird hinten zum Schluss hin auch nochmal einen weicheren Satz Reifen fahren. Und dementsprechend werden wir dann jetzt auch umstellen, dass wir auf Medium gehen werden. Das ist die einzig logische Konsequenz, bevor uns jetzt der Verstappen mit dem Medium auch noch zuvorkommt. Werden wir jetzt einfach auf Medium gehen, werden dann probieren nachher zum Schluss sehr viel mit dem Soft-Reifen rauszuholen, was wir halt jetzt aktuell noch nicht so können. Wir gehen in die Box. Hinter uns wieder ein Red Bull und da auf P2 und hier hat man es gerade schön gesehen an den gelben Reifenmarkierungen, ja, der Max Verstappen gewesen ist, ja, folgt der uns jetzt einfach mal quer durch die Boxengasse. Jetzt heißt es wieder einen guten Stop hinlegen. Das wird jetzt kritisch, weil ja, jetzt haben wir halt erstmal einen Reifennachteil,
Wir gucken mal jetzt gleich drauf, wenn wir rausfahren. Aber ich dachte jetzt gerade schon bei der Durchfahrt gesehen zu haben, dass Max Verstappen wirklich weiterhin auf Soft fährt. Und das heißt, jetzt haben wir natürlich einen riesigen Konkurrenten mit einem schnelleren Reifensatz hinter uns. Ja, hier sehen wir es jetzt auch nochmal in der Bestätigung. Max Verstappen fährt Soft und wird dann zum Schluss hin wahrscheinlich nochmal die Medium fahren. Das heißt aber auch, wir müssen jetzt alles daran setzen, den Max Verstappen hinter uns zu halten, weil dann haben wir zum Schluss nachher noch einen schönen Vorteil und ein kleines Ass im Ärmel, wenn wir den Softreifen zu Ende fahren. Wir sind in Runde 12. Max Verstappen immer noch hinter uns. Jenson Button zwischenzeitlich ausgeschieden. Der hatte einen technischen Defekt, so viel sei vorweg gesagt. Aber er steht wohl an einer ungünstigen Stelle und verursacht damit eine Safety-Car-Phase. Ist natürlich jetzt nicht wirklich gut für uns. Wir müssen jetzt erstmal Tempo rausnehmen. Hatten leider ein ziemlich hohes Delta gehabt. Er hat das gerade gesehen. Wir waren bei über 2 Sekunden Vorsprung. Ja, und wir kommen jetzt hier schon wieder aus der Safety-Car-Phase raus. Und den Start den Restart haben wir richtig toll verpennt. Weil, ja, ich war die ganze Geraden hinten in der Hoffnung drauf, dass die Strecke früher freigegeben wird, war ich die ganze Zeit neben Ricardo. Und ja, den Kurvenausgang aus der Haarnadel, den habe ich ein kleines Stück weit zu spät genommen und da ist er mir einfach enteilt. Jetzt muss man einfach gucken, dass wir diese Lücke wieder ranfahren oder beziehungsweise die Lücke so klein wie möglich halten, denn ihr seht ja, wir haben ja den Reifennachteil immer noch. Der Max Verstappen hat aber auch den Restart ein bisschen verpeilt. Dementsprechend können wir damit erstmal sehr gut leben, dass wir jetzt weiterhin zwischen den beiden hängen. Wird aber auf lange Sicht gesehen jetzt ein bisschen schwieriger. So, wir sind immer noch an Ricardo dran. Mittlerweile war Max Verstappen an der Box, weil der wird sich jetzt sein Medium geholt haben. So, Ricardo fährt rein. Wir erben erstmal wieder Platz 1. Und jetzt wird die Sache richtig spannend, weil wenn Ricardo sich jetzt den Medium holt, müssen wir wirklich einfach alles dran setzen, jetzt eine gute Runde hinzulegen, um nachher wieder vor ihm rauszukommen. Weil nichts wäre schlimmer, nachher hinter einem Red Bull zu hängen, der mit Medium-Reifen dann durch die Gegend kriecht und wir haben den besseren Reifensatz. Ihr hört gerade schon Runde 19, Jeff holt uns rein. Wir holen uns jetzt den Super Soft. Und jetzt werden wir einfach schauen müssen, dass das jetzt hier einen richtig guten Stop gibt. Gucken wir einfach nochmal drauf. Fahren jetzt erstmal schön rein. Die Lücke zu Nico Rosberg ist ein bisschen größer. Das sollte eigentlich reichen. Hoffe ich zumindest. Noch ist kein Auto zu sehen. Da hinten kommt ein Auto auf Start und Ziel. Oder fuhr in die Box. Da kommt ein Auto durch. Das müsste der Rosberg gewesen sein. Also den haben wir schon mal nicht hinter uns halten können. So, Reifenwechsel hat super geklappt. Ja, wir kommen raus und natürlich direkt mit einem virtuellen Safety Car und noch hinter Danny Ricciardo. Das ist natürlich super. Hier musste ich erstmal die Position zurückgeben, weil ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass das VSC kurz bevor wir die Strecke berührt haben, oder beziehungsweise bevor wir die Box verlassen haben, dran gekommen ist. Naja, gut. Wir sind hier neben Ricardo beim Restart. Er drückt uns jetzt hier ein bisschen quasi in den Zweikampf rein. Wir kommen nach außen, kommen sehr weit raus. Ja, Ricardo hat Vorsprung und jetzt auf einmal zieht er rein. Und ihr habt es gesehen, da flog das Teil. Und wir gucken uns das Ganze nochmal aus der Onboard an, weil, ja, ich fand das wirklich ein bisschen sehr komisch. Ich war jetzt hier wirklich weit rausgekommen. Er hatte eigentlich genug Vorsprung, genug Luft und auf einmal wird er so schlagartig langsamer, was er die ganze Zeit vorher nicht gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, unser Frontflügel ist beschädigt, ist orange. Wir haben nur noch 8 Runden. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde es jetzt versuchen, irgendwie zu Ende zu fahren. Ist natürlich jetzt richtig ärgerlich, dass unsere Aerodynamik komplett im Arsch ist. Ich kann es leider nicht anders sagen, weil, ja, dranbleiben wird jetzt richtig schwer, beziehungsweise, ja, wir haben den besseren Reifensatz, aber den Reifenvorteil können wir nicht nutzen, weil unsere Aerodynamik so schlecht ist. Wir versuchen es hier nochmal, hat aber, ja, war in dem Fall eine sehr dumme Aktion von mir, weil ich hätte es mir sparen können an der Stelle. Ich hätte ihn vielleicht irgendwo nochmal holen können, aber das war einfach nur dämlich. Naja, gut.
Und ihr seht, wir sind in der letzten Runde, wir sind nämlich nicht mehr in die Nähe von den beiden gekommen. Und ihr seht auch noch, Red Bull hat wohl Team Order gemacht und hat auch noch Max Verstappen vorgelassen. Jetzt kann es eigentlich nur noch, ja, jetzt kann ich nur hoffen drauf, dass er dicht genug dran ist, dass er ihn vielleicht nochmal hinten auf der Geraden nochmal wegholt. Okay, die haben die Position gerade nochmal getauscht. Die fahren im Übrigen beide Medium. Also keiner von beiden hat irgendwie einen großen Reifenvorteil dem anderen gegenüber. Aber mir gegenüber haben sie leider den Vorteil, dass ihr Auto aerodynamisch einfach intakt ist. Auch Nico Rosberg war nochmal von einstmals von 12 Sekunden Rückstand bis auf 2 Sekunden an mich rangekommen, weil das Auto einfach extrem kacke lag. Ja. Nach dem Treffer mit der Nase, das war einfach... Ich kann es nicht anders sagen, es war für mich einfach nur frustrierend, diese 8 Runden dann mit diesem beschädigten Auto rumzufahren. Aber ich habe mir gedacht, ich krieg's irgendwie hin, dass ich zumindest P3 halten kann und aktuell sieht es noch ganz gut aus, auch wenn der Nico Rosberg immer näher kommt. Aber es sind nur noch eine lange Geraden und ja, ein paar kleine Kurven. Und sofern er jetzt hier nicht ins DRS-Fenster fährt, was er jetzt auch nicht getan hat, glaube ich, weil wir hatten jetzt gerade bei der Zwischenzeit 1,9 Sekunden Vorsprung, dann sollte sich das ausgehen, weil auf der Geraden wird der Rosberg uns jetzt nicht mehr holen. Wir haben ja jetzt auch keinen großen, nicht mehr wirklich so viel Abtrieb, dass wir jetzt so viel Luftwiderstand erzeugen, nachdem wir unsere Nase kaputt gefahren haben. Ist ja jetzt flach. Ja. Scheint ganz gut gelaufen zu sein, aber jetzt hoffen wir drauf, dass der Ricardo noch vorne bleibt, die letzten paar Meter. Jo, er hat es geschafft und wir verlieren 3 Punkte auf Max Verstappen. Bleiben aber alles in allem vor Lewis Hamilton. Und ja, mit P3 können wir sehr gut leben. Ja, und damit würde ich sagen, geben wir erstmal ab zur Siegerehrung und ich melde mich einfach danach wieder. Red Bull hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich, eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Ja, damit sind wir wieder zurück. Ja, Red Bull tut viel für die Formel 1. Ja, die sollten jetzt halt... Die haben einfach in dieser Saison das beste Auto. Wir müssen es einfach so sagen. Ja, wie es jetzt in der realen Saison aussehen wird, wissen wir noch nicht. Das werden wir dann so, glaube ich, dieses Wochenende sehen. Gerade mal auf die Uhr gucken. Jo, müsste dieses Wochenende sein, wenn ich es richtig weiß. Oder was nächste Woche? Ja, ich bin total verplant heute. Na gut, Pascal Wehrlein ist tatsächlich auch in die Punkte gekommen, hat aber noch eine Strafe bekommen. Wir gucken gerade nochmal drauf. 10 Sekunden. Bisschen ärgerlich, weil, ja, wenn ich das so richtig sehe, der hätte 23 Sekunden, ja, der wäre Fünfter gewesen. Verdammt, was hat er gemacht? Müssen wir gerade mal drauf schauen. Werfen wir einfach einen kurzen Blick drauf. Ja, wie gesagt, gucken nochmal. So, erste Übersicht. Zweite Übersicht. So, 10 Sekunden. Warum? Streckenbegrenzung überschritten. Wo zum Henker kriegt man hier 10 Sekunden für Streckenbegrenzung überschritten? Ich dachte, das gibt es nur in Russland. Werden wir ja bei der nächsten Folge sicherlich wieder sehen. Hier sehen wir jetzt nochmal, Massa erhält mehrere Stop-and-Go-Strafen wegen unerlaubtem Blockieren und wird dann disqualifiziert. Und Hülkenberg hatte wohl damit nichts zu tun, weil der hat mechanisches Versagen. Na gut, im Endeffekt, wir können damit leben. 15 Punkte für uns, 15 Punkte für Männer Racing von unserer Seite aus und noch ein paar Punkte aus, ja, von Seiten Pascal Wehrleins, nämlich 4, also insgesamt 19 Punkte. Ist alles in allem ein sehr gutes Ergebnis für uns. Dementsprechend, ja, wir schauen gerade nochmal. So, da haben wir einen Gesamtstand. 55 Punkte für Max Verstappen, 50 für uns. Ricardo ist uns mit 5 Punkten dahinter auf den Fersen. Ja, wir gucken gerade nochmal kurz auf die Teamwertung. Wenn wir sie gleich nochmal kriegen. Gucken erst nochmal nach unten. Ich habe nicht vergessen, wo unser guter Teamkollege Pascal Wehrlein ist, aber er ist auf... Jetzt habe ich es weggedrückt. Na, ist egal. Also Teamwertung sind wir auf Platz 3, da wo wir leistungsmäßig hingehören. Ja, und jetzt müssen wir einfach nur noch
hoffen, dass die nächsten Rennen weiterhin so erfolgreich sind. Dementsprechend, ich würde sagen, ich bin einfach jetzt mal raus und bedanke mich fürs Zusehen. Ja, und wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Formel 1 2016 in der Karriere, ja, beim Männer Racing Team. Ich sage dann Tschüss und bis bald.